wir nehmen euch heute mal mit. Und zwar habt ihr ja schon vom Clubhouse gehört. Das ist da hinter dieser Tür, das könnt ihr gleich schon quasi sehen. Und das soll ja quasi auch ein Ort sein, wo ihr dann gemeinsam mit uns in sportliche Abenteuer aufbrecht. Das heißt also, wir bauen gerade Strecken, die am Clubhouse beginnen und am Clubhouse enden. Das sind Laufstrecken, Trail und Straße. Das können Rennradrouten sein, das können auch Gravelstrecken sein. Und Sebastian und ich, wir gehen jetzt ein bisschen in den Wald und bauen mal eine kurze, aber durchaus sehr anspruchsvolle Trailstrecke. Und ich bin mal gespannt, wie viele Höhenmeter wir zusammenkriegen und was ihr am Ende zu der Strecke sagt. Die findet ihr dann auf unserer Webseite. Könnt ihr ganz easy GPX-Daten runterladen. Kommt hier hin, steigt aus dem Auto aus und rennt einfach quasi genau die Strecke nach, die wir heute aufgezeichnet haben. Viel Spaß dabei und jetzt nehmen wir euch eine Runde mit. Bis dann. Wir 1,47 Kilometer hinter uns und sind das allererste Mal im Wald, seht ihr jetzt schon hier. Also typisch, richtig schöner, klassischer Waldboden. Bis jetzt nur Asphalt, aber halt wieder 1,4 Kilometer, super zum Einlaufen. Schön flach, eine einzige Ampel. Jetzt geht's ab in den Wald und jetzt wird es durchaus ein bisschen anspruchsvoller und hügeliger. Ich versuche mal die Kamera laufen zu lassen, damit ihr einen kleinen Eindruck kriegt. Und ich glaube, Puste läuft noch bei uns, ne? Puste läuft und es wird jetzt vor allem schneller. Es ist verdammt warm heute schon. Also von daher auch eine super Strecke für den Sommer, weil viel Schatten im Wald. Von daher automatisch ein bisschen kühler. Nicht zu vergessen. Dadurch auch dann wesentlich angenehmer zu laufen. Und vielleicht, wenn wir aufhaben, gibt es sogar eine Eislatte oder so. Gibt es gar keinen heißen Espresso oder Cappuccino, sondern dann servieren wir euch eine Eislatte. Sollten wir denn aufhaben? Ja, aber das kann man ja dann planen. Das kann man dann. Das könnt ihr dann vorher checken, ob die Öffnungszeiten, also ob wir offen haben oder nicht. Und wenn wir offen haben, dann vorbeikommen, Eislatte abgreifen oder für die ganz hart gesottenen Doppel-Espresso. Da gibt es auch eine PB auf der Strecke hier auf jeden Fall. So, wir gehen weiter. Ciao! So, Zwischenfazit, 2,7 Kilometer und jetzt geht es, glaube ich, mindestens 1,5 Kilometer bergauf. Dafür ist schön schattig. Aber bergauf geht's. Und Boden lässt sich gut laufen, auf jeden Fall. Braucht ihr nicht unbedingt Trailschuhe für. So, Kilometer 4. Wow, da war ein kleiner Ast. Kilometer 4. Jetzt geht's ab auf den Trail. Wo es bergauf geht, geht's auch wieder bergab. Das ist eine alte Läuferweisheit. Da vorne ist jetzt so ein kleines Hindernis, da muss ich mal kurz rüberspringen. Das Einzige, was euch hier entgegenkommen kann, sind eigentlich primär Pferde. Geht jetzt ein bisschen schön bergab. Wir überqueren wieder eine Straße ohne Ampel. Und dann gehen wir ins nächste Waldstück rein. So, hier ist jetzt Welcome to the Jungle angesagt. Wir laufen jetzt hier richtig schön querfeldein durch den Wald. Lässt sich super laufen, zeige ich euch einmal ganz kurz. So. Mega geil, so wenn die Sonne untergeht und so durch die Blätter bricht. Wichtig nur, ihr kennt euch hier nicht so aus wie ich. Nicht, dass ich jetzt der Pfadfinder vom Herrn bin, aber ihr müsstet ab und zu mal auf eure Uhr gucken. Nicht, dass ihr eine von den kleinen süßen Abzweigungen verpasst. So, wir haben den Wald verlassen, laufen jetzt seit kurzem mal wieder auf Asphalt, auch nicht lange. Wir gehen jetzt quasi parallel zu dem Trail wieder bergauf hoch, um dann wieder in den Wald einzusteigen, aus dem wir gekommen sind, und wieder diese knapp 2 Kilometer nach Hause zu laufen. Wir haben jetzt 9 Kilometer. Ich denke mal, wir landen im Endeffekt bei 13. Mit durchaus so, ich schätze es einfach mal, 250 Höhenmetern. Mehr sollten es eigentlich nicht sein. Der Ort da könnte euch bekannt vorkommen. Da sind wir vorhin in den Wald rein, auf den Trampelpfad. Jetzt laufen wir hierher. Müssen einmal auf der Straße aufpassen. Stopp. Den lassen wir auch durch.
So, ihr habt gesehen, Straße gekreuzt, einmal ordentlich wie ein I-Männchen, nach links und rechts geguckt, wieder ab in den Wald. Hier sieht es jetzt wieder richtig schön aus. Und ja, 9,8 Kilometer. Und jetzt sind es noch ungefähr 3 bis nach Hause. Und ja, dann gehen wir nochmal auf eine andere Runde und zeichnen so ein richtig schönes Strava-Segment auf zum Ballern. So eine richtige Bridge the Gap Ballerstrecke. Findet ihr dann auch die ganzen Strecken alle mit Segmenten auf www.pacepresso.de/clubhouse oder hier unten in der Videobeschreibung. Ich bin gespannt. Wir werden natürlich das Leaderboard vom Segment im Clubhouse aufhängen. Jetzt trennen uns nur noch 1,5 Kilometer von unserem Clubhouse. Und die letzten 1,5 Kilometer werden jetzt gleich noch ein bisschen eklig, weil das ist quasi so der Berg, der nach Hause geht. Und da fällt mir gerade spontan, kommt mir da die Idee, da legen wir so ein richtig schönes Strava-Segment hin. Ich zeige euch jetzt auch direkt, wo wir es hinlegen. Nämlich direkt da, wo die Höhenmeter anfangen. So richtig kacke. Da könnt ihr noch mal ein bisschen Anschwung nehmen. Und dann geht das dann von dort los bis zur Schranke. Das zeige ich euch auch noch. Dauert nur, und bis ich da bin, kann man nicht mehr reden. Weil egal, ob man da schnell läuft oder langsam, so viel Luft habe ich nicht. So, ich würde sagen, der Baumstamm da vorne, der ist ein sehr markanter Startpunkt. Den nehmen wir, das Waldtelefon. Wir sehen uns gleich an der Schranke. Kilometer 12, die Schranke ist in Sichtweite. Da war das Ding, da ist das Segment zu Ende.